Hey, herzlich willkommen zur Einrichtung von deinem 13MI mit dem Betriebssystem Ubuntu. Als erstes starten wir das Gerät. Danach wählen wir die Sprache aus. In unserem Fall wollen wir hier Deutsch haben. Als nächstes die Tastaturbelegung. Kann man auch wieder mehrere Sprachen auswählen. Wir nehmen mal wieder Deutsch. Danach verbinden wir das Gerät mit dem Internet. Du kannst natürlich auch ohne Internet das Gerät einrichten, aber wir machen es erstmal mit. Wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist, gehen wir auf Weiter und kommen dann zur Ortseinstellung. In unserem Fall wählen wir hier Berlin aus. Dann können wir den Namen des Rechners eingeben. Wir sagen hier Shift 13MI. Du kannst dir natürlich den Namen frei wählen, wie du magst. Das Passwort kannst du dann auch gleich schon hier vergeben für den Login. Und das wäre dann schon die Einrichtung. Jetzt kannst du dich einfach einloggen mit dem Passwort, was du vorher vergeben hast. Hier kannst du dann dir Online-Accounts, falls du welche in dem Bereich besitzt, eintragen. Wir springen das Ganze. So, dann haben wir den Punkt Live-Patch. Den können wir aber überspringen, ist eigentlich nur für Unternehmen wichtig. Dann können wir hier entscheiden, ob wir Informationen an Ubuntu senden wollen und dann sind wir auch schon durch mit der Ersteinrichtung. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinem 13MI und viel Erfolg bei der Ersteinrichtung. Shift happens.